Herzlich willkommen bei Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Ja, wir spielen Mitchell, der seinen Arm verloren hat und jetzt bei Atlas ist. Und jetzt platzieren wir diese Stummladung. Sicher. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Sunny und Gummings. Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Alles okay? Pool ist gesichert. Pool ist sicher. Vorrücken. Patrouille nähert sich. Runter! Wenn ich sie mal sehen würde, Joker. Oh, da. Schönen Blickwinkel. Alles sicher. Scheiße! Schalte sie aus! Wie hat er mich jetzt gesehen? Da müssen wir jetzt durch. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von euch. Das war knapp. Und unvorsichtig. Wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Was zur Hölle ist mit deinem Arm los? Was ist denn Stim? Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Oh. Was? Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Das ist doch der Typ von vorhin von Atlas. Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Simulation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Alles klar. Das ist Irons. Wer ist das? Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss.
Wow, das gehört alles Atlas. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Fett, Mann. Schicker Panzer. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Das sind ja lustige Typen. Atlas. Ich möchte wissen, warum das Atlas heißt. Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Also gut, hier drüben. Bin schon unterwegs, Gideon. Eins hat dich ins Herz geschlossen. Lass es dir nicht zu viel steigen. Wir haben zwei Arten von Exos. Gideon. Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriffsexo ist mit Boost-Sprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild, sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Hallo Mitchell, sehen wir uns den Arm mal an. Alles klar. Hier herüber. Na los, legen Sie klar, den Arm auf den Tisch. Ich weiß auch nicht. Er hat einfach gesponnen in dieser Arm. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Dann starte mal. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Noch immer nicht so. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Ah, das geht auch schon viel besser. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Danke, Doc. Lauter Exoskelette. Schaut komisch aus. Auf zum Schießplatz. Du hast dich ganz schön schnell umgezogen, Mann. Er hat den Angriffsexo. Wir armen Schweine haben keine Chance. Jetzt haben sie ihn. Oder? Ja, doch. Jetzt ist er fertig. Oh, anscheinend doch nicht. Roger. MP Police. Die geben aber noch Pfand. Du schon wieder, Ilona. Willst du was beweisen? Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Ilona. Also gut.
Ausrüsten. Eddie Breed. Nimm meine Waffe, Mitchell. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Von mir aus. Mitchell, fang an. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Scheiße. Overdrive einsetzen. Gar nicht so einfach. Abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Nicht schlecht. Rüber zum Granatenplatz. Du musst mit den variablen Granaten. E-Learner. Und das, was? Das Zieltraining kann man nochmal beginnen, aber heute nicht. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Maria. Aktiviere die Konsole. Wirf eine Warngranate! Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Gut, mach's nochmal, diesmal als richtige Herausforderung. Aktiviere Granatentraining. Granaten. Ich hab keine Granaten mehr, Mann. Hallo. Ich kann ja auch keine mehr aufnehmen. Training abgeschlossen. Ach. Ihre Leistung war Durchschnitt. Durchschnitt. Durchschnitt trifft's ganz gut. Also los. Wir müssen den Simulator nochmal starten. Wir starten den Simulator nochmal, aber das erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich hiermit und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut raus!